So, herzlich willkommen zu Emergency 4 unter Biberfeld 112 Modifikation. Die habe ich ja mal, ich glaube zwei Videos habe ich dazu gemacht, 1, 2. Auf jeden Fall habe ich die tatsächlich nicht so oft gespielt, obwohl das eine wirklich gute Modifikation ist. Auch wenn es in dem Sinn nur ein Reskin ist mit ein paar neuen Fahrzeugen, aber die hat irgendwie was und deshalb, ja, aktuell läuft die Black Edition leider nicht. Und auf die 2020 Privat habe ich gerade nicht so viel Bock, deshalb, was war es denn jetzt? Mit Doc? Ne, wir fahren es erstmal so an. Ich habe jetzt leider nicht richtig hingeguckt. Wie gesagt, die Blackie läuft gerade leider nicht so. Zumindest nicht im Singleplayer, Multiplayer läuft sie. Und auf die ja, Privatversion, die haben wir schon so oft gesehen. Deshalb hier mal wieder was anderes. An die Hörner werde ich mich zwar nie gewöhnen. Aber mein Gott, ne, man muss ja offen sein für Neues. Und deshalb spielen wir jetzt mal den ganzen Spaß hier. Ja, wir schauen mal, was draus wird. Auch heute mal wieder im Singleplayer. Das habe ich ja lange nicht mehr gemacht. Zumindest nicht die Biberfelder-Modifikation. Da die mir eine Weile echt zum Hals raushing. Jetzt mittlerweile geht's. Ich spiele sie wieder recht gerne, weil ich sie wirklich selten spiele. Und wenn ich sie spiele, nehme ich dann gleich Videos auf, dass ich das nicht vergesse. Dass ich da wirklich ein bisschen hinterherkomme. Und wir schauen mal, ob ich das überhaupt noch kann im Singleplayer. Ist ja nur mal eine Weile her. Oh ne, das geht nicht. Nein, vorne. Ist okay, vorne. Ah, ist echt komisch, ne? Wenn man das nicht so gewohnt ist, wirkt das wirklich komisch. So, dann rüstet euch direkt mal aus und wir schauen uns den ganzen Spaß mal an. Was ich jetzt noch ansprechen wollte, ich habe mir überlegt, man könnte, oder die Überlegung steht immer noch im Raum, man könnte ja vielleicht diese Videos nutzen, die ich ja mache, was ja so mein Ding ist. Das mache ich jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren. Und vielleicht könnte man die ja wirklich nutzen, um auch so ein paar Themen abzuarbeiten. Ne? Es gibt viel, was mir auf der Seele brennt. Das besprechen wir viel im Livestream, aber da viele von euch einfach den Stream nicht sehen. Nebenbei, wie gesagt, Twitch, Instagram, Discord, Link ist jeweils in die Videobeschreibung. Dürft ihr gerne mal reingucken. Alter, was war das denn? Da befindet sich der Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Ist alles kostenlos. Wie gesagt, Twitch zum Stream schauen, Instagram, wenn ihr ein bisschen Bock habt auf ja, so auch mal private Dinge. Mehr oder weniger aus meinem Leben, dürft ihr da gerne mal reingucken und natürlich Discord. Da glaube ich, muss ich nicht so erklären, da war fast die 500 Leute, wir sind fast 500 Leute auf einem Discord. Hätte ja nie gedacht, dass wir da, oder dass ihr da so Interesse dran habt. Ich hatte damit gerechnet, ja, vielleicht kriegst du 20, 30 Leute, die da sich, ja, die da so ein bisschen dahinter stehen und dann ist gut. Aber dass da 500 Leute auf diesem Discord sind, hätte ich nie gedacht. Das ist wirklich beachtlich und dafür danke ich euch natürlich. Genau. Jetzt bin ich natürlich vollkommen vom Kurs abgewichen. Ich wollte ansprechen, dass man vielleicht, wie gesagt, themenbasierte Videos macht. Wie die aussehen, ob die dann immer noch in diesem, ja klar, das muss ich bei Emergency machen, in diesem freien Kommentierstil, sage ich jetzt mal, also beim Zocken direkt labern, ist natürlich ein bisschen schwierig, da das Thema nicht aus den Augen zu verlieren. Aber, ja, so wie es jetzt viele, oder ich weiß gar nicht mehr, gibt es Kommentatoren noch auf YouTube, so wie früher, so Call of Duty Kommentatoren oder so, das gibt es glaube ich gar nicht mehr so richtig, ne? Auf jeden Fall, das wäre natürlich eine coole Sache, weil dann nimmst du dein Video vor auf und kannst dich dann voll auf das Thema, ja, konzentrieren, aber ich weiß nicht, ob ich da so der Typ für bin. Deshalb muss ich mal gucken, wie ich das umsetze und ja, wenn ihr Bock habt, vielleicht sowas zu auch nicht doch. Das war, glaube ich, jetzt hier, ne, der ITW. Das ist der Behandlungsplatz, genau. Immerhin muss man den Jungs zugutheißen, also alle Unit-Bilder zu ändern, ja. Das ist nicht nur Arbeit, das ist scheiß viel Arbeit. Da, Respekt dafür, dass sie das wirklich gemacht haben. Genau, wo war ich stehen geblieben? Themenbasierte Videos. Im Endeffekt ist das ja nichts anderes wie in unseren Livestreams, denn da reden wir relativ wenig über das Thema Emergency an sich, sondern einfach so Themen, die uns in den Sinn kommen. Meistens zu späterer Stunde geht es so um die Zeit, dass früher alles besser war. Was jetzt zum Beispiel das Zocken oder auch das Fernsehprogramm oder irgendwelchen Müll angeht, haben wir dort echt viele und lange Stunden gehabt, wo wir einfach nur über so einen Quatsch geredet haben, wo vielleicht die Zuschauerschaft dann nicht so groß war, aber die Zuschauerschaft, die da war, hat sich wirklich dafür interessiert und hat da wirklich mit interagiert. Und das ist, denke ich mal, eine coole Sache. Vielleicht kriegt man das auch irgendwie auf YouTube umgesetzt. Und genau, muss man halt mal schauen. Das nächste ist, was mir jetzt, das ist jetzt so kleiner Reminder, kein Hate oder so, was mir so aufgefallen ist.
dass die YouTube-Szene im Bereich Emergency Fear ja in den letzten, ja, paar Monaten doch ganz schön explodiert ist. Ne? Gefühlt jeder macht jetzt YouTube-Videos, mal mehr, mal weniger gut, beziehungsweise mal schlechter, mal besser. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass es in dieser oder mit diesem Ansporn meist nur darum geht, irgendwie tatsächlich Geld mit dem ganzen Spaß zu verdienen. Ich weiß nicht, warum das jetzt so gewollt ist, unbedingt mit YouTube Geld zu verdienen. Denn ja, das sollte einfach nicht der Ansporn sein. Und ganz ehrlich, ich mach's zwar nicht, ich habe keinerlei Einnahmen durch YouTube, ich habe auch keine Donations an, ich habe keine Einnahmen durch Twitch, ich verdiene also 0,000. Das kann ich euch auch offenlegen. Aber zumindest weiß ich ungefähr, wie das ganze Ding läuft. Und ich kann euch sagen, ihr werdet mit YouTube nicht was verdienen. Das ist ja mittlerweile abgefahren, es sei denn, ihr habt einen größeren Werbepartner an der Hand oder mehrere Werbepartner. Das wäre am besten. Und ihr habt unglaublich viele Klicks. Mit unglaublich vielen Klicks meine ich nicht die paar Klicks, die ich habe, mit meinen paar tausend Klicks, sondern da müsstet ihr schon so im Bereich 30, 40, 50.000 Klicks pro Video. Dann könnte man eventuell darüber sprechen, dass es sich lohnt oder dass man das machen kann. Aber alles darunter ist echt nur, das ist, ich weiß nicht, was es euch bringt. Denn wenn ihr ein Kanal seid mit 100, 200, 300, 400, 500 Abonnenten, dann lasst doch diesen Mist weg. Dieses Don das klingt dumm, ne? Aber dieses nach Donation betteln, oder was heißt betteln? Einfach nur sagen, ja, es ist keine Pflicht. Natürlich ist es keine Pflicht. Aber allein die Tatsache, dass ihr einen Donation-Link zum Beispiel an oberster Stelle eurer Beschreibung habt, ja, suggeriert, dass ihr natürlich darauf aus seid. Sind wir nochmal ganz ehrlich. Und ich weiß nicht, ob das so sein muss. Denn im Endeffekt, ja, war ich immer relativ stolz, dass es in dieser Emergency-Szene relativ wenig YouTuber gibt, die wirklich damit, ja, versuchen, Geld zu machen. Und ich war halt einer davon. Und ja, das ist, ich weiß auch nicht. Also, es gibt ja auch immer noch den Unterschied. Oh, der ist ja auch neu, ne? Mitsubishi Outlander, den hätte ich ja ganz gern. Und kann man nicht benutzen, ist doch doof. Denn es gibt ja auch noch so diesen Unterschied zwischen Geld verdienen und Geld machen. Und meiner Meinung nach ist das dann meistens einfach nur Geld machen und nicht verdienen. Aber gut, das ist nur meine Meinung. Jeder soll machen, wie er denkt. Das, ja, wollte ich nur mal so zum Besten geben. Es soll sich auch keiner auf den Schlips getreten fühlen und macht, wie er denkt, wenn ihr der Meinung seid, das ist eure Bestimmung. Immer ran. Für mich ist es nichts. Natürlich, keine Frage, sind wir ehrlich, jeder freut sich, wenn er mal hier und da einen Euro vielleicht dazu verdient. Aber mir ist es einfach den Aufwand nicht wert. Und ich möchte, ja, ganz einfach, ich möchte es nicht. Denn ich bin so zufrieden, wie es ist. Ich bin unglaublich glücklich darüber, dass mein Kanal so gut funktioniert, wie er funktioniert. Das ja, muss man einfach mal sagen. Ich hatte echt Glück. Aber man muss auch dazu sagen, dass ich auch echt viel, viel Zeit, viel Herzblut und auch viel Arbeit in diesen Kanal mittlerweile gesteckt habe. Dass ich ja, mir erlaube, in dieser Szene, also es geht nur um die Emergency-Szene, um die ja, BOS-Szene, mir ein Urteil da erlauben zu dürfen. Hoffe ich, dass ich das darf. Ich bin kein Richter, ich bin kein Kläger, aber ich denke, ich darf meine Meinung dazu kundtun. Und ja, selbst wenn, ne? Was will mir einer, mein Kanal, da kann ich machen, was ich will. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, ne? Wie gesagt, fangt mit YouTube an, aber macht's daraus, weil ihr Bock drauf habt. Und nee, hallo, nein. Ah, genau das wollte ich vermeiden. Ich wollte Pfefferspray anwenden. Na gut. Rettungswagen hier. Oh Gott, die BF hat heute zu tun, ne? Zumindest so RD-technisch. Hier, fahr die Schlappschleuder nochmal beiseite. Und, oh. Hat sich da etwas verändert? Warte mal. Doch, da gehen noch zusätzliche Lichter mit an, ne? So, dann kommen wir hier rüber gefahren.
Wir gucken uns das mal an, ja. Ja, der ist aus Versehen umgefallen. Ich habe da nichts mit zu tun. Ich muss ja sagen, dass mir dieses Design, ne, das gefällt mir wirklich gut. Ich weiß nicht, das hat was. Auch auf dem gelben RTB, das ich weiß nicht. Ich finde das auch super klasse, dass die Fahrzeuge vom Rettungsdienst über Pool, über die Feuerwehr alle so ungefähr das gleiche Design fahren. Ich finde das irgendwie cool, das hat was, ne? Nee. Was haben wir denn? Haftbefehl. Okay, na gut, pass auf, den fahren wir mal. Den machen wir mal, wir machen ja mal. Nix Widerstand. So, und dann hätte ich ganz gern. Das, ja. Die Bereitschaft. Die Bereitschaftspolizei natürlich ausrückt. Und vielleicht möchte ich mir auch. Was ich. Die beiden Löschfahrzeuge in Alarmbereitschaft setzen. Für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie, was kommt, ne? Das wird jetzt schon auf jeden Fall eine interessante Kiste. Gott, wird nicht besser, ne, mit den Hörnern. Na gut. Wenn möglich, hätte ich ganz gern. Ich mag die Rettungswache hier unten immer noch nicht. Die ist ein bisschen komisch gewählt. Der Platz. Ich möchte auch schon mal Rettungsdienst in Bereitschaft stellen. Ach stimmt, ich wollte gerade sagen, warum haben die hier keine Sirene? Aber die Jungs werden ja nicht mit Sirene alarmiert. Das ist ja bei denen nicht so. So, hier habe ich den. Oh, ich glaube, die Feuerwehr kommt. Kann das sein? Ja. Guck mal, volle Gruppe. Nee, doch nicht. Nicht ganz. Na gut. So, dann einmal bitte. Hier hoch in Bereitschaft. Dann, ich bräuchte mal. Einen Streifenwagen vielleicht noch. Der war ganz. Das wäre eine ganz coole Geste. Hier komm du. Ich jetzt da keinen Streifenwagen in der Nähe? Ernsthaft? So, das Tanklöschfahrzeug möchte da haben. Das LF. Was natürlich hier nur mit Gruppenführer platziert werden kann. Das ist auch so eine Sache. So. Pol. Streifenwagen Nummer 1 ist da. Und wir machen hier dicht. Und zwar auch die Person wollen wir hier nicht haben. So, der zweite Streifenwagen kommt hier vorne hin. So, und da kommt die. Ich bin irritiert von den Hörnern. So, wir machen uns natürlich erstmal hier alles dicht, ne? So, Bereitschaftspool. Kommt hier an die Seite. Du kommst hier hin. Du bist, glaube ich, der Dingsbus, ne? Der Gefangenenbus, den braucht vielleicht hier vorne. Und du stehst da eigentlich auch schon. Ja, du kannst eigentlich stehen bleiben, ne? So, dann wollen wir hier einmal den Verkehr. Halt, stopp, den müssen wir natürlich auch hinten umleiten. Und hier möchte ich natürlich einmal dicht machen. So, dann haben wir alles erstmal soweit in Bereitschaft. Feuerwehr steht, Rettungsdienst steht, Straße ist soweit dicht. Ein Polizist sperrt auch noch hier das ab. Zack. Zack, hier, das ist ganz gut. Dann kommt hier erstmal keiner durch. Das Problem ist, ich könnte natürlich jetzt hier ein paar
Flashbangs reinwerfen. Was? Wer wird attackiert? Die haben wirklich einen Polizisten umgekloppt, ne? Ja gut, wir haben ja... Ich frage mich, warum die nicht so auf die Flashbang reagiert haben. Ich war ja ein bisschen aufgeregt, dass das jetzt hier funktioniert. Aber ein verletzter Polizist ist eine Statistik, mit der ich erstmal leben kann. Dann natürlich den Straftäter erstmal sofort weg. Dann einen Rettungswagen hier vorne hin. Ah, der wird jetzt nicht durchkommen, ne? So, dann können wir machen hier einmal Platz. Auch der Wasser... Oh, jetzt habe ich Scheiße gebaut. So. Dann haben wir hier erstmal Platz gemacht. Wir haben die Demo mehr oder weniger gut aufgelöst. Ein verletzter Polizist hat ein paar auf der Eumel gekriegt, aber das ist, denke ich mal, noch alles im Rahmen. Dann behandle ich den guten Mann mal. Hier, das können wir, denke ich mal, auch. Ich denke, hier wird eine Pool, genau, hier wird eine Pool-Begleitung benötigt. So, dann können wir das abarbeiten. Den verletzten Polizisten können wir eigentlich auch schon direkt ins Krankenhaus bringen. Ja, die restliche... Die restlichen Einheiten können tatsächlich... Okay, das ist nur eine Fraktur. Das geht immer noch. Dann rückt ihr ein. Du bist nämlich nicht mehr vollständig, weil natürlich... Das nächste Mal vollständig ausrücken. So, ihr könnt zusammenpacken. Ihr könnt zusammenpacken und auch die Feuerwehr kann zusammenpacken. In der Zwischenzeit alarmiere ich mir mal einen Rettungswagen zur Fraktur. Klappt das hier? Passt das? Ja, ich weiß, es ist ein bisschen chaotisch, aber ich hab Hoffnung, dass ihr das hinbekommt. Gut, der große... Ah, guck mal, selbst das haben sie umgeskinnt, haben sie dran gedacht. Respekt, also das, was sie gemacht haben, haben sie gut umgesetzt. Was ein bisschen nervig ist, dass hier oben die ganzen Einsätze nicht richtig benannt sind. Man sieht es zwar hier ungefähr, also da kann man erkennen, was es ist. Aber es ist halt schon ein bisschen ärgerlich. Ein bisschen schade. Ich bin gespannt, oder ich weiß es gar nicht. Vielleicht kommt da ja noch eine Version raus. Das wäre natürlich cool. Vielleicht auch mit ein paar neueren Fahrzeugen. Ach ja, komm, Polraub, ernsthaft. Ja, wo ist denn jetzt hin? Ja, mit Knarre. Wieso haben die alle kein Pfefferspray? Kann ich nicht auswählen, ne? Oh, Kacke. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Nein! Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, das war ein Fehler. Es war ein bisschen verbuggt. Das wollte ich natürlich nicht. Na gut. Personenbeschusswunde brauche ich auch, glaube ich, sowieso das NDF mit, ne? Das war mein Fehler. Ich hatte die beim ersten Mal schon. Die Straftäterin, aber ich habe es nicht richtig gesehen und deshalb leider nochmal versucht, die festzunehmen. Irgendwie kann ich kein Pfefferspray einsetzen. Haben die kein Pfefferspray? Das ist ja doof.
Total unpraktisch auch an da, Alter, Digga. Ich hab nichts in der Nähe. Doch, hier. Ah, das ist Marcel. Und das ist Marcels Freundin, die ihm verbietet, Burger zu essen. 100 Pro, das ist safe so. So. Kloppt direkt auf den nächsten einer, Marcel. Die haben echt kein Pfefferspray, die Jungs. Oder, ne, muss ich nicht, hast du ihn, ne? So, dann hier direkt mal noch einen Rettungswagen mit hin, bitte. Heute 4 Polen, ja, ne? Ich weiß aber noch nicht, was bringt das grüne Licht nochmal? Ja, mitten auf der Straße alles dicht gemacht, ne? Ist auch doof. Okay. Den Streifenwagen schicken wir auch mal nach Haus. Denn der ist völlig im Arsch. Beziehungsweise die Leute da drin. Das ist natürlich doof. Ach ne, können wir gar nicht. Das ist ja eine Pulbegleitung von Leuten, richtig? Du fährst mit, du hast eine Knarre. Und du fährst den Streifenwagen dann. Ach nee, halt, stopp, ich bin doch doof. Warum drück ich denn auf 1? So. So wird ein Schuh draus. Guck mal hier sogar mit Alufelgen. So, dann hätten wir das. Und wir behandeln direkt einmal die Personen. Und ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Ich habe gesagt, ich möchte so ein bisschen kürzere Videos machen. Und deshalb setze ich das jetzt auch konsequent durch. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videostreams. Was auch immer wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.